dabei sehr martialisch aus. Aua, das linke Bein! Wir hatten auf dem Melder nur stehen, Halswirbelsäulenfraktur durch Hausarzt diagnostiziert. Und insofern war das halt schon, muss man sagen, im Nachhinein ganz witzig, weil wir kamen dann um die Ecke und alle relativ gut gelaunt waren. Sie halten den Kopf einfach nur schön gerade, wir fummeln jetzt die ganze Zeit an ihn rum. Einfach nur zweimal blinzeln, nein, einmal blinzeln, ja. Geht's Ihnen gut? Genau. Geht's Ihnen gut, einmal blinzeln. Ja. Jetzt, wenn Sie nochmal nicken, ne? Dann klebe ich das alles fest da oben. Nicht so viel bewegen, Herr Heim. So. Ich weiß, dass Sie auch noch auf Toilette waren und geschlafen haben und sich Kaffee gekocht haben und alles. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, passt doch. So, Sie machen nichts anderes, außer jetzt nicht nicken und nicht zappeln. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Als wir ihn dann endlich auf der Trage hatten und er dann nicht genickt hat, ja, da mussten wir dann doch ganz kurz schmunzeln, obwohl es auch da nicht dann noch zumute war. Aber das, ja, so ist er halt. Ne? Reden bitte vorsichtig. Ja. Ja. So, auf drei bitte. 1, 2, 3. 69 Kilo. Ja, ja, das merkt man gar nicht. Zum Glück abgenommen gerade. Die haben so Hand in Hand gearbeitet, das war unglaublich. Also Vertrauen pur, so, sofort. Ich wiederhole das nochmal, ne? Ich bin noch nie geflogen in meinem Leben. Freuen Sie sich doch. Schönes Wetter heute. Ich weiß gar nicht, was für ein Gemüse das war. Auf jeden Fall sind wir in einem Feld gelandet, wo es relativ viele Löcher, Lunken gab. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man das vorher auch den Kollegen, die mit anfassen, erzählt, damit man nicht ins Leere tritt. Weil dann ist alles, was wir an Sicherheitstransportmaßnahmen eingeleitet haben, auch hinfällig. So, ihr passt hier bitte auf eure Köpfe auf, weil ich habe hier links noch so einen kleinen Flügel. Ja. Und die Antenne lasst ihr auch heil. Wir gehen jetzt hier links, längs, bitte. Das Kreischen gehört so. Schön, sagte, wunderbar. Habe ich ja noch nie so gut hingekriegt hier mit dir. Und als er dann im Schrauber drin lag, das war, wir haben dann noch ein Foto gemacht, das passte eigentlich gar nicht zu unserer Stimmung. Meine Frau, meine Bekannte und ich, wir haben gelacht, obwohl uns eigentlich gar nicht zum Lachen zumuten war. Wir waren einfach nur glücklich, dass er in Sicherheit ist und in guten Händen ist. Der Pilot bringt dich gut dahin, ne? Nicht nicken. Nochmal sage ich Ihnen das nicht. Da gibt es bald Ärger. Man hat ja, Sorgen hat man ja genug, aber wenn einer schafft abzulenken und wenn es bloß durch einen dummen Spruch ist, das ist ja, genau das ist es. Ne? So, das wird für Sie leider ziemlich unangenehm laut, weil wir kriegen da jetzt mit dieser... Ich habe extra die Kinder-Earmuffs hier vorne reingepackt, die können wir aufkleben. So, dann klebe ich Ihnen jetzt mal was Schönes auf die Ohren. Und Sie können sich heute einmal ganz gewaltig jung fühlen. Weil das ist eigentlich für kleine Kinder gedacht. Aber das ist besser als nichts. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Dankeschön. Vielen Dank. Nicht nicken! Mann, Daumen hoch! Wir haben ihn versucht zu erklären, er soll sich bitte nur mit Daumen rauf oder Daumen runter. Das hat er dann mit einem Nicken bestätigt. Und da sitzt man und sagt, hören Sie uns noch einmal zu. Zu fertig, ne? Ich rufe 2 Stunden bei der Notaufnahme mal an. Ne? Ja. Gut, fertig, ne? Ja. Hab dich lieb! Ja. Erste Mal Hubschrauber geflogen. Der Patient hat ja nun mal eben seine instabile Wirbelsäule. Und da kann jede einzelne blöde Erschütterung den Unterschied zwischen Tag und Nacht machen. Und ja, dann strengt man sich an, dass es möglichst gar nicht wackelt. Man fliegt so sanft wie möglich, man probiert alles, dass die Maschine möglichst keinen einzigen Rumpel macht, wenn man sie auf die Plattform absetzt. Also man merkt nichts von, außer der Lärm, also es ist relativ laut. Es ist weder aufsteigen, noch landen, noch fliegen, so, gar nichts. Der Pilot war scheinbar gut, ja. Wir sind natürlich froh, dass dieser Transport mit dem Hubschrauber möglich war, weil das Risiko war sehr groß, dass er sogar sterben kann in dem Moment. Dieses Engagement, was dieses Team da an den Tag gelegt hat, war phänomenal. Aber du bist ein ganz lieber Netter. Das freut mich. Ja, so was muss man auch mal gesagt kriegen. Das sagen die Kollegen immer nicht heute den ganzen Tag schon. Vieles erlebt, ne? Aber so wie ihr alle hier, egal wie ihr hier seid. Aber ihr gehört zu den Allerbesten. Ganz ruhig. Und nicht so viel den Kopf bewegen.
Wenn alles erledigt ist, der ganze Papierkram geschrieben ist, dann haben wir Zeit für uns. Pause. So wie jetzt. Genau. Da kann man mal einen Einsatz nachbesprechen. Genau, so hat jeder auch seinen Weg, das nochmal zu kommunizieren und dann den Tag auch gut abzuschließen. Wir sitzen in der gleichen Maschine, wir sind ein Team. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir einander auch unterstützen. Man kennt sich im wahrsten Sinne des Wortes blind. Ist das nicht nur eine Freundschaft, sondern ein riesen Sicherheitsvorteil, den wir haben. Und deswegen, ja, weiß man auch, wenn es dem einen oder der anderen nicht gut geht, beziehungsweise man spürt es. Ich glaube, da braucht jeder schon eine gewisse Grundausstattung, dass das gut funktioniert und dass man weiß, was man macht und wofür man das macht. Jeder, der dabei ist, bleibt erstmal dabei. Da will keiner weg, ist ja klar. Von daher, glaube ich, ist das relativ einfach, sich auf die anderen drei, die mit dem Hubschrauber sind, auch mit zu verlassen. Du musst jahrelange Erfahrung im Landrettungsdienst haben. Du musst erst ein Auswahlverfahren durchlaufen. Und mir war klar von der ersten Minute, eigentlich ist das genau das, was ich machen wollte. Und bin halt da dabei geblieben. Ja. Nein, wir können ihn sogar jetzt rüberlegen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geht auch, das geht auch. Wunderbar. Perfekt. Gut, alles Gute. Ja? Bitteschön. Nicht so viel Kopfnicken. Haben wir eben schon die ganze Zeit gemacht. Ändert natürlich leider nichts an seiner Grunderkrankung. Dass es halt eben, wie gesagt, so eine Tochterabsiedlung von einem Tumor ist. Also er hat Lebermetastasen. Wir haben uns als Diagnose Krebs kam, ich rede mal jetzt erstmal von dem Leberkrebs, da haben wir beide uns geschworen, dass wir den Weg bis zum Ende gehen und zusammenhalten und kämpfen. Man muss darüber reden, man muss es auch ansprechen, aber ständig davon oder sich davon leiten zu lassen, täglich. So ein Tag wie gestern ist natürlich ein Schock dann in dem Moment, weil dann innerhalb von ein paar Sekunden alles vorbei sein kann. Der Schmerz ist auszuhalten. Ansonsten warte ich auf die OP und hoffe dann auf Linderung. Ne? Wir sind auf dem Weg ins Tannheimer Tal Richtung Ackenstein. Da sei oberhalb der Bad Kissinger Hütte auf einem Weg Richtung Gipfel eine Verletzung bei einer 67-jährigen Dame durch ein Hundebiss entstanden. Das war ein schöner Ausflug für Sie, Urlauberin, übers lange Pfingstwochenende. Hat eine sehr tiefe Rissquetschwunde gehabt mit dem Hundebiss eben drin, wohl bis auf die Sehne auch runter. Das muss jetzt erstmal professionell gereinigt werden. Wie geht es Ihnen denn jetzt vom Kreislauf? Kann ich Sie? Okay. Ich kann Sie ganz schnell mit zu der Maschine führen in ein Krankenhaus. Ja. Oder ich mache Blutdruckmessung, EKG, lege eine Infusion, gebe Schmerzmittel. Wie geht es Ihnen jetzt? Geht's gut. Sie kommen rückwärts an die Maschine, mit dem Popo einfach auf die Kufe und ich mache dann dieses Signal dann rückwärts einfach rein. Gell? Ich halte Sie gut fest, Sie haben das gleiche Material wie ich, passiert nichts. Vielen, vielen Dank, herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Bei ihr war leider verkomplizierend, dass sie eine Blutverdünnung einnimmt, weil sie Vorhofflimmern hat. Das heißt, da war es einfach wichtig, auch eine Blutstillung schnell herbeizuführen durch Kompression und Verband. Ja, wie wir gerade gesehen haben, waren unglaublich viele Leute da und auf dem Wanderweg da oben. Von daher ist es immer schwer, den Patienten wirklich ausfindig zu machen. Er hat das sogenannte Yes-Zeichen gemacht. Das heißt, er stand so da und das ist ein Yes, ein stilisiertes Y. Ja, und dann weiß ich ganz genau, aha, der ist in der Nähe des Patienten, da muss der Einsatz sein. Das hat er gut gemacht, der Einweis. Ja, ich habe wie die meisten meiner Kollegen eigentlich bei der Bundeswehr die Fliegerei gelernt. An einem Stützpunkt heute bin ich jetzt seit 17 Jahren und hoffentlich noch ein paar Jahre länger. Ja, es ist ein toller Job, macht Spaß und wir haben natürlich hier auch eine super Crew und da geht man gern zum Arbeiten.
Na, also es ist schon eine andere, sage ich mal, Herausforderung, hier im Gebirge zu fliegen. Wir haben andere Wetterbedingungen, wir sind abhängiger von plötzlich auftretenden Winden. Man muss die Einsatzstellen anders anfliegen im Gebirge, im steilen Gelände. Es gibt Gleitschirmflieger, Drachenflieger, Segelflugzeuge. Da ist schon ein bisschen Voraussetzung, was man mitbringen muss, bevor man hier in die weitere Ausbildung der Gebirgsrettung dann geht. Jeder hat natürlich auch irgendwo seinen eigenen Flugstil, den er eigentlich aus der Grundschulung, sage ich mal, des Hubschrauberfliegens mitbringt. Letztendlich hier im Gebirge gibt es schon so ein paar Sachen, an die man sich hält. Im Tal rechts fliegen, weil wenn einer entgegenkommt, wird er auch hoffentlich auf der rechten Seite fliegen. Immer sich einen Fluchtweg frei halten, immer wissen, wo tauche ich ab, wenn irgendwas passiert. Guter Pilot ist immer der, der wieder sicher gelandet ist, sage ich mal. Einsatzmeldung war Verkehrsunfall. Was mir aufgefallen ist direkt beim Aussteigen, dass halt eben eine Person in stabiler Seitenlage im Bushäuschen lag. Was tut im Moment am meisten weh? Die Hand hier, ne? Ja. Dann sah man halt auch schon, dass sie im Prinzip im Unterarm einen Bruch hatte, also eine Fraktur, weil das eine richtige Stufe war, die sich da gebildet hatte. Ich bin Christian und wir kümmern uns jetzt, okay? Der Unfall hat für mich alles verändert. Ja, die Fäden konnten bisher noch nicht gezogen werden, weil es immer noch alles so geschwollen ist. Ja. Ich hoffe, dass der Gips in 2 Wochen abkommt und dann kann ich anfangen mit mehr Bewegung und Belastung. Ich nehme mir sehr, sehr viel ab. Ich häng doch mal die Wäsche ab. Ich habe die mal aufgehangen. Das also geht. Katzenklo mache ich immer. Ja, richtig. Das macht Leni auch. Das aber ekelhaft ist. Das gehört dazu. Wirklich sehr stolz. Ich habe vorher schon viel gemacht, aber jetzt natürlich sagt immer noch, ich mache alles gut. Und da ich mir eine neue Wohnung gesucht habe und aufgrund der neuen Arbeit habe ich ja das Leben einmal komplett auf links gekrempelt. Und jetzt sagt das Leben ja, dann zeig mir das und mach das mit links. Und das mache ich jetzt auch. Es macht mich ja nur stärker in der Situation. Ich kann hier bloß stärker raufgehen, als ich hier reingegangen bin. Zum Helikopter. Da wurde uns dann angeboten, nochmal zum Heli zu fahren, nochmal auf die Notärzte zu treffen. Und ja, die kleine Leni durfte mit. Hallo. Hallo. Gib dir mal die andere Hand. Hi. Hi. Links kommt auf. Für Florian. Hi. Komm, Mensch, wenigstens eine schöne Farbe. Oder? Ah, passt zum Hubschrauber. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend, sage ich mal so. Okay. Schlimmer geht immer. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Das stimmt. Ja, Mensch. Darf ich dich einmal hochheben, dass du einmal gucken kannst? Einmal ab. Ja. So. Vorsicht, dann, ab, genau, dann kannst du, darfst du dich einmal hier hinsetzen. Du könntest hier noch drin stehen. Wir haben so ein bisschen Probleme hier. Wir müssen uns ein bisschen klein machen. Ne? Für Leni war es aufregend, so dicht an einem Helikopter dran zu sein und auch mal reinschauen zu können und Fragen zu stellen. Und für mich war es sehr aufregend, denn ich wusste ganz genau, ich treffe jetzt auf die Leute, die mich dort versorgt haben. Ja. Habt ihr hier eine Toilette? Ja, sicher. Einmal vorsichtig an die Hand. Ja, genau. Hier an die Hand. Verkehrsunfall steht hier nach 20. Unbekannte Anzahl von Toiletten. Komm mal her, komm mal hier rüber. Ist das jetzt echt ein Unfall oder ist das jetzt so ein Spiel? Ja, ja, ja. Das ist jetzt los. Hier geht immer schneller. Irgendwann wird es richtig schnell und dann fliegen sie los. Kannst du mal zählen, wie lange das dauert? 3, 4, 5, 6, 27, 27, jetzt! Der fliegt ganz, ganz hoch, bis er irgendwann losfliegt. Wir fangen um 7 Uhr an in der Früh und dann haben wir eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Also das heißt, wir checken unser Material durch. Anhand einer Checkliste wird der ganze Hubschrauber auf die Vollständigkeit überprüft. Dazu gehört jetzt einmal das ganze Equipment an Bord und das, was wir eben für den Abend rausgenommen haben zum Testen.
Wir sind jetzt hier gerade bei der Beatmungsmaschine. Da gucken wir einmal die Füllstände an, dass das soweit alles in Ordnung ist. Jeder hat da seine Aufgabe. Ich mache die Rettungswinde, kontrolliere alles durch, ob da alles passt. Der Flugretter ist dafür zuständig, dass er sein Bergematerial beisammen hat und dass alles funktionstüchtig und vollständig ist. Mein Kollege ist gerade schon draußen, hat noch die medizinischen Koffer, die letztlich mit unserem Verbrauchsmaterial auch geladen sind. Und das schauen wir uns jetzt draußen noch in Ruhe an. Und zweimal. Korrekt. Speedog einmal. Ja. Das Magnesium einmal. Jetzt ist die Pantene. Der Rucksack ist letztlich hier mit den ganzen Materialien bestückt. Da haben wir das Verbrauchslager, was wir so am Tag brauchen, dass wir nach dem Einsatz alles gut nachbereiten können. Und dann sind wir eigentlich um 7:30 Uhr in der Früh sind wir einsatzbereit, dann melden wir uns bei der Leitstelle an. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht es zum ersten wohlverdienten Frühstück. Gibt doch nicht alle hier. Unbekanntes Restaurant an der Seebrücke, bewusstlos. Das kann, wie so schön heißt, alles sein. Abbruch. Einsatzabbruch. Ja, Abbruch. Schade. Vielleicht ist jetzt gerade der erste Rettungsdienst vor Ort schon angekommen und hat gesagt, nee, ist nicht so schlimm, wir brauchen da keinen Notarzt, keinen Hubschrauber. Kann sein, dass ein anderes Rettungsmittel da jetzt gerade schneller verfügbar ist. Müssen wir die Leitstelle fragen. Und wenn es heißt Einsatzabbruch, ist das für uns so ein bisschen unbefriedigend, weil es halt durchaus passiert, dass dann 10 Minuten später der Melder nochmal aufgeht und wir dann doch zum gleichen Einsatz alarmiert werden. Hier sind wir eine Familie. Hier achtet man aufeinander, hier kennt man sich, hier geht man völlig anders miteinander um, als man es in normalen Jobs kennt. Wir kümmern uns umeinander. Der Martin ist einer der coolsten Menschen, die ich in den letzten Jahren wirklich getroffen habe. Wahnsinnig warmherzig, war nicht hilfsbereit, hervorragender Handwerker. Bin mit ihm ja mittlerweile auch einfach eng befreundet und wir haben halt auch so ein paar Sachen hier ums Haus zusammen realisiert, die ich auch alleine niemals in der Form hätte irgendwie realisieren können. Ich wohne nicht hier, ich kenne hier jetzt nicht wahnsinnig viele Leute und es ging tatsächlich, dadurch haben wir uns eigentlich näher kennengelernt. Ich erzählte eben so, als ich hier angekommen war in Greifswald, was ich vorher gemacht hatte und dann wurden die Ohren plötzlich ganz groß. Oh, ein Zimmermann, dem langweilig ist, den kriege ich doch beschäftigt. Und Martin ist jemand, der gerne, glaube ich, Sachen baut und wenn der halt Nachtdienst hat, durchaus gerne mal ein bisschen Ausgleich hat. Tatsächlich ist es, glaube ich, für mich wertvoller als für Christian, weil, wie er schon sagt, würde ich so nicht sagen. Auf gar keinen Fall hier reinfüllen, sonst gereicht meine Frau die Scheidung ein. Und Christian hatte schon ein, zwei Mal vorher erwähnt gehabt, dass er wirklich gerne eigentlich einen Hund hätte. Oh, der tollste wäre eigentlich ein Dackel. Mein Vater ist dem schwer dement geworden vor, das ging so vor 2 Jahren ungefähr los. Ja, und dann haben wir wirklich eines Tages gesagt, so, er kann jetzt nicht mehr bei meinem Vater bleiben. Und dann ist Hannes mit hierher umgezogen und hat hier eine neue Familie gefunden und fühlt sich hier auch pudelwohl. Dem geht's ganz schlecht, ganz schlecht. Die Familie ist glücklich mit dem Dackel, der Dackel ist glücklich mit der Familie. Auf die Lösung von Problemen. Auf die Schaffung von neuen. Wir sprachen über Zirbenschnaps. Zirbenschnaps? Aus Tirol, aus dem Skiurlaub. So richtigen.
Geil. Das Geschenk ist ja jetzt nicht von ungefähr, sondern Martin hat halt morgen Geburtstag. Es ist original. Das ist Originale? Habe ich aus meinem Keller noch. Ach, den kann ich ja nicht ausbauen. Müsste vollständig sein. Weißt du, dass ich den wirklich mal geflogen habe? Ja, deswegen habe ich ihn aus dem Keller geholt. Dank dir. Das ist cool. So, da vorne kommt die Leitung. Was habe ich? Na, guck mal. Der ist vor Ort umgefallen. Es war sofort ein Ersthelfer da, der den Patienten wiederbelebt hat. Das heißt, die Phase, wo er keine Luft und keinen Kreislauf hatte, war sehr, sehr gering. Und es wurde sofort, denn nachdem der Rettungswagen eintraf, wurde sofort weiter reanimiert. Es wurden Medikamente verabreicht. Das sind die besten Voraussetzungen. Kurzfristig war Puls in der Leiste testbar. Wenn wir jetzt den Notfall ausschalten, hat er ganz, ganz viel schwachen Puls in der Leiste. Okay. Von, aber ich finde es immer wieder spektakulär. Alles dafür getan wird, dass ein Mensch irgendwie am Leben gehalten wird. Ich glaube, für jemanden, der das erste Mal sieht, ist das erschreckend, weil es sieht teilweise ja martialisch aus. Da wird Kraft aufgewandt, da fließt teilweise Blut. Das ist fürs ungeübte Auge, glaube ich, oder für mich eben auch am Anfang, alles andere als einfach. Aber irgendwann sieht man es professionell. Man gewöhnt sich dran und erkennt, das klingt schon fast philosophisch, aber die Schönheit daran, wie dieses Hand in Hand, was da gerade in diesem Rettungswagen läuft, wie das funktioniert und damit dann eben auch Erfolge gefeiert werden können. Hoffen wir, dass das ja auch zu einem führt. Also ich würde ihn gerne noch intubieren, da aber dann nur Relaxanz. Ja, also Neurochronium. Fentanyl hat er schon. Ja, das reicht. Heute haben wir in deine Tasche gegen Christian, wird wahrscheinlich Karlsburg sein. Da, linke Seite. Christoph 47, Olaf, hallo. Ich gebe sofort weiter an meinen Doktor, der intubiert gerade nochmal. Ja, ich würde es ehrlich gesagt bei dem auf den Versuch ankommen lassen. Mit einem beobachteten Kreislaufstillstand, faktisch keine No-Flow-Time, ist Laien reanimiert worden und jetzt seit etwa 45 Minuten vom Rettungsdienst reanimiert. In der Regel ist, wenn wir das im Rettungsdienst machen, sowas beschließen, auch eine Reanimation abzubrechen oder gar nicht erst anzufangen, mache ich das in aller Regel immer so, dass ich alle Beteiligten einmal frage, ob jemand was gegen diese Entscheidung hat oder ob alle diese Entscheidung mittragen können. Es ist auch so, dass ich den Fall selber innerhalb der Familie hatte, dass mein Vater vor einem Jahr reanimiert wurde und ich natürlich jetzt an mich selber den Ansporn habe, hey, die haben es geschafft, also muss ich es auch in Zukunft schaffen. Hat's geschafft, ne? Mein Vater hat's geschafft vom Jahr. Ich habe hier schon zweimal gesagt, wir machen hier weiter, weil ich einfach diesen Ansporn an mich hatte. Ey, das geht nicht. Da liegt jemand, der ist genauso alt wie dein Vater und der hat die Chance gekriegt. Ne? Das ist total bescheuert.